Böhm, 20 Jahre Bauerngerätemuseum. Was ist für Sie das Wichtigste rückblickend, Gegenwart, Zukunft? Tja, eine schwer zu beantwortende Frage, zumal in wenigen Sätzen. Das Wichtigste eigentlich an diesem Haus ist mir, dass die Bevölkerung diese Einrichtung, die für sie geschaffen ist und betrieben wird, annimmt. Es ist immer schön an solchen Tagen wie heute, wenn das Museum voll ist, wenn hier Leben herrscht. Und ich bin sehr froh, dass uns das immer mehr gelingt, auch mit verschiedenen Gruppen und Initiativen, das Museum mit Leben zu füllen. Die Ausstellungen tragen ihren Teil dazu bei, aber eben auch die Veranstaltungen und vor allem engagierte Menschen, die hierher kommen, hier Dinge vorführen, hier Dinge ausprobieren wollen. Und das ist mir das Wichtigste an diesem Haus. Und so sehe ich auch die Zukunft. Ganz abgesehen von dem, was wir hier baulich jetzt vielleicht in den nächsten, ich hoffe mal, die nächsten 5 Jahre auf die Beine stellen können. Das ist so meine Perspektive. Wir haben hier jetzt den Rohbau für eine neue Veranstaltungs- und Ausstellungshalle stehen, die uns jetzt die Möglichkeit gibt, dann auch unsere große Museumsscheune ganz anders als Museum zu bespielen als bisher. Da freue ich mich drauf. Das wird eine Herausforderung, aber ich freue mich sehr drauf.